und ja. So, zu den modernen Komponisten aus England, Benjamin Britten, vielleicht kennen Sie, oder einige kennen Sie, auch sehr, sehr berühmt sowieso, aber auch sehr bedeutende vor der Komponist. Geboren ist er 1913 bis 1976 hat er gelebt. Und meistens hat er für die große Sinfonieorchester komponiert und auch verschiedene Stücke, also ganz interessante Stücke. Vielleicht, wenn Sie neugierig geworden sind, vielleicht können Sie auch vielleicht rein, also seine Stücke, also sehr empfehlenswert. Ja, ich muss immer denken, also ich bin geboren 1900, also in 1975 in Japan, also und er hat ja bis 76 gelebt. Ich weiß nicht, bis wann genau, welche Monate, aber ich muss immer denken, oh, ein Jahr, also irgendwo in der Welt haben wir das gleiche Zeit erlebt und daher, wir haben ihn genommen von unserer modernen Kultur oder von unserer Zeit. Und heute hören Sie einen Satz, Pizzicato, also wir haben heute demonstriert, das ist mit Finger gespielt, Pizzicato-Satz kommt, ein simple Symphonie für Streichorchester. Einfache Symphonie, ne, heißt das übersetzt. Und warum ist das einfach? Es ist zwar ziemlich ein kurzes Stück, es gibt vier Sätze original und aber alle Sätze hatte er ganz einfaches Melodieren, gar nicht kompliziert verwendet und aber auch so ganz fein gearbeitet und klingt aber doch moderne Musik, obwohl das ganz einfaches Themen sind. Hören Sie jetzt Pizzicato von Benjamin Britten. Thank you.
müssen nicht so viel erzählen über diese Stücke. Also es gibt sehr, sehr viele, viele Bearbeitungen oder viele Besetzungen. Original ist die Besetzung, aber dann wird auch Orgel zugespielt, Orgel mit Cello, Bratsche, Kontrabass, auch Saxophon oder Chor, also alles mögliche. Also es ist wirklich wunderschön. Und wir spielen auch meistens in Dorfgelegenheit. Und ja, ja, weil das immer sehr, sehr schön ist. Und moderne Komponist, sage ich dann schon mal, Aupert. Kennt vielleicht jemand? Aupert lebt noch, er kommt aus Estland, genau geboren 1935 in Estland. Er hat auch in Berlin gelebt und vielleicht, wenn Sie noch Gelegenheit haben, kann man noch in Berlin, also sehr interessanter Komponist. Ja, Sie hören heute sein Stück Courage über B-A-C-H. Warum? Also B-A-C-H, Bach. Warum heißt das so? Das wollen wir jetzt mit unseren lieben zwei Teilnehmern zeigen. Und Sie spielen bis Ton zu Ton vier Töne. Erstmal mit dem B.